Hallöchen, ich bin's The Name und wir spielen Prototype. Oder alias. Ja, geh mal aus dem Weg. Ich bin vom Militär. Was? Hä? So. Alias, was wollte ich sagen? Alias Private James Ryan. Und wir können jetzt hier erstmal als Soldat reinmarschieren und müssen uns diesen Typen da hinten krallen, um ins Gentech-Gebäude zu kommen. Wie machen wir das? Das müssen wir natürlich irgendwie machen, dass wir nicht gesehen werden. Dabei. Was ist das? Achso, virale Detektoren. Die können mich durch meine Verwandlung können die mich enttarnen. Sprich, ich sollte da vielleicht jetzt gleich wieder weggehen. Hoffen wir mal, dass wir jetzt noch nicht zu nah dran stehen. Das wäre ärgerlich. Ah. Gut, das ist ungünstig. Weil wenn die uns enttarnen, dann müssen wir uns wieder was Neues besorgen an Verkleidung, sag ich mal. Deswegen werden wir mal gucken, ob wir hier vielleicht über die Außenwand irgendwie reinkommen können. Hey, ja, ist schon echt voll hier. Und ich hoffe, dass der Typ dann nämlich dann da außen rum irgendwo lang latscht. Ist also hinter den Virusdetektoren. Ja, ich gehe ja schon außer Reichweite, du kleiner Detektor, du. So. Könnten wir hier rüberkommen? Ja, das sieht nicht so schlecht aus. Müssen wir nur hoffen, dass wir jetzt hier nicht dabei... Ja, gut, jetzt hat uns irgendeiner im Blick anscheinend. Also sollten wir nichts Auffälliges tun. Platzieren wir uns mal ein bisschen anders. Zum Beispiel hier. Ah, hier sind auch wieder Militär... Ah, das ist doch... Ja, das ist schlecht. Das wäre jetzt so meine Idee gewesen, aber es ist ja, wird überall patrouilliert. Das heißt, wir schleichen uns vielleicht doch von vorne rein und versuchen dann nämlich, uns da lang zu schleichen. Ja, an diesem Detektor ganz am Rand vorbei. Ah, hier ist ein Hintereingang. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Dann können wir uns hier vielleicht irgendwie an der Wand so, ja. Ja gut, das klappt nicht so ganz. So. Ah, verdammt. Dann gucken wir mal. So, das hat funktioniert. Und der ist jetzt hier relativ alleine. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, wie gesagt, das ist das, was ich gesagt habe. Wir brauchen den, um reinzukommen. Und... Gucken wir mal, ob das jetzt, jetzt haben wir erstmal wieder ein, ja, eine Erinnerung. Ja, Sound. Ich liebe dich. Du bist so toll. So. Ja gut, wir wurden dabei entdeckt, das ist schlecht, also kommen wir wahrscheinlich auch so nicht mehr in die Basis rein und werden auch sowieso wahrscheinlich sterben. Auf jeden Fall können wir so schon mal versuchen abzuhauen, weil... so werden wir da definitiv keine Schnitte haben. Und wir müssen ihn auch behalten wahrscheinlich als Körper. So, verstecke ich mich mal hier und hoffe einfach, dass es dann wieder funktioniert, mit der Gestalt reinzukommen. Ja. Gut, dann drücke ich mir mal selbst die Daumen, dass das in dieser Mission vielleicht noch toleriert wird oder generell von dem Spiel toleriert wird. Hallo, ich bin wieder da. Ich habe mich wieder zusammengebaut. Ah, gut, alles klar. Es funktioniert. Dann können wir ja jetzt mal hier das Gebäude betreten. Ui. Sieht jetzt nicht gerade appetitlich aus, was denn hier passiert.
Wer oder was bist du? Elizabeth Green. Ach, du bist Elizabeth, die andere Person. Okay, scheint, als könnte die in die Zukunft sehen oder so. Oder zumindest ihre Vorstellung telepathisch vermitteln. Gut, ein paar andere Sachen kann sie auch. Zum Beispiel Wände auseinandersprengen. Dafür bist du aber echt noch jung. Oh oh. Was ist da? Ach nee. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Was bedeutet das? Was muss ich tun? Auf jeden Fall seht ihr nicht nett aus. Okay, ich wurde auf jeden Fall mal hier einfach aus der Hauswand gekloppt. Oh Gott. Ja gut, das wird jetzt ein Drei-Fraktionen-Krieg. So in der Art. Hoffe ich mal. Gut, was muss ich tun? Nur erstmal wieder eine Erinnerung lesen. Yes, Private Irgard, a hole in the fucking roof. You've been briefed about what we're up against. We're not secure until these skylights are sealed. So unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like, stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise. Now move it, sir! Ja, das sehe ich auch so. Ich sollte mich jetzt hier nicht einmischen. Die haben gerade so viel Spaß zusammen. Ich sollte mich erstmal dahin begeben, was mir angezeigt wird. Beziehungsweise, ich soll diese dicken Stinker zur Militärbasis locken. Und da ist auch schon einer hinter mir her. Gut. Ja, ich höre dich schon hinter mir. Gut. Na, da gibt's Raketenwerfer schon mal. Ja. Ich sollte euch vielleicht am Leben lassen, einfach damit ihr euch nicht um mich kümmert, sondern um die dicken Viecher, die hier gleich wahrscheinlich ankommen werden. Ja gut, dann na gut, jetzt habt ihr euch wenigstens die richtigen ausgesucht. Ich werde jetzt erstmal mein Schild zücken, die Leute aus dem Weg rammen und dann gucken. Moment, wir waren hier nochmal. Wie schieße ich? Wie schieße ich? Ja, so schon mal nicht. Verdammt. Ja, lass dich mal hier... Ah, verdammt. Gut, du Vieh, du machst echt übel Schaden, aber... Ich hoffe mal, dass wir dich jetzt gleich hier erledigt haben. Also ich kann dich absorbieren, das finde ich gut. Gut. Das haben wir schon mal geschafft. Was passiert jetzt? Ah, wir haben eine neue Kraft gelernt. Ja, das ist nice. Jetzt haben wir nämlich die Krallen. Ja, und den Einsatz dieser Krallen, den seht ihr aber erst in der nächsten Folge von Let's Play Prototype. Ich bin so nett. Ciao.